Ich habe ein paar Fragen zum ESC. Bei dieser Nummer von Israel hörte man im Fernsehen Gesang und relativ normale Arena-Atmosphäre. Es gibt aber Videos im Netz, die zeigen, in der Arena klang das vor Ort ein bisschen anders. Und zwar so. Jubel, aber auch gemischt mit einigen Buhrufen. Und die wurden im Fernsehen quasi herausgefiltert. Und ich vermute, das wurde so gemacht, der Sound, der vom Publikum aus der Arena kam, der wurde auf dem Mischpult sehr, sehr weit zurückgefahren und man hat dann eine andere Atmosphäre eingespielt. Und das ist aus meiner Sicht schon echt ein kultureller Einschnitt. Also kennt ihr ein Beispiel, wo es sowas schon mal gab? Also nachträglich für irgendwie Live-Konzerte, ja. Aber bei einer Live-Performance finde ich das schon recht ungewöhnlich. Normalerweise werden ja Sachen irgendwie verschönert, die von der Bühne kommen und nicht vom Publikum. Also das ist jetzt so eine Art Autotune fürs Publikum. Nächste Frage, Schweden. Klang so ein bisschen nach Michael Jackson, fand ich auch ganz okay. Aber hier gibt's doch eine Stelle, die eindeutig ein Plagiat ist. Ich meine hier diese Synthesizer-Figur. Für mich klingt das total nach Faithless aus den 90er Jahren. Ich passe das vom Tempo mal ein bisschen an und lege es übereinander. Also da soll jetzt keiner ankommen mit, ja, es gibt ja oft nur 4 Akkorde und irgendwie 12 Töne. Das ist sogar der gleiche Synthesizer-Sound. Und das hat aus Deutschland 12 Punkte bekommen, aber von der Jury, nicht von den Anrufern. Die haben 0 Punkte dafür vergeben. Es kann aber sein, dass die Jury aus Deutschland sich vertan hat und vielleicht Schweiz mit Schweden verwechselt hat. Die ersten 4 Buchstaben sind ja auch gleich. Da kann man auf dem Formular auch mal durcheinander kommen. Apropos Schweiz. Platz 1. Und wirklich eine starke Performance. Ich muss auch sagen, dass ich den ESC dieses Jahr insgesamt deutlich besser fand. Auch die Performance von Isaac. War echt gut. Man hört, das Publikum geht mit. Und ich glaube, das wurde nicht manipuliert. Wie fandet ihr den ESC? Und was sagt ihr zu den anderen Fragen? Schreibt es mir in die Kommentare.